Schönen guten Tag und herzlich willkommen bei den RB News. Ich war ja die letzten Tage abkömmlich und Marco hat mich würdig vertreten. Danke dir dafür. Ich hoffe doch. Mir geht's mittlerweile aber wieder ein bisschen besser. Deswegen bin ich jetzt auch wieder am Start und gebe auch gleich mal an dich ab. Denn du hast die erste News für heute. Die habe ich. Und zwar eine traurige News. Wes Craven ist am Wochenende verstorben. Und zwar, er ist ja der Meister des Horrorfilms. Und er ist im Alter von 76 Jahren in Los Angeles an einem Hirntumor verstorben. Und das ist sehr, sehr tragisch. Nämlich er war unter anderem seit 1971 für Horrorfilme allgemein zuständig. Er hat angefangen mit Together. Für Horrorfilme allgemein. Naja, ich meine, er war ja der Vater des Horrorfilms. Und er war für Together zuständig, für Nightmare on Elm Street, für Scream. Also The Hills Have Eyes. Das ist schon, sind schon einige Perlen dabei. Unter anderem wurden ja The Hills Have Eyes 1 und 2 ja schon neu verfilmt. Und Nightmare on Elm Street wird es ja noch. Und ja, das ist eine sehr, sehr traurige Nachricht. Und auf jeden Fall von unserer Seite auch nochmal ja, unser Beileid an alle Beteiligten. Witcher 3. Heute gibt es mal nämlich wieder ein paar Neuigkeiten für alle, die sich gerne mit dem Witcher Geralt durch die Welt prügeln. CD Projekt Red hat nämlich bekannt gegeben, dass die erste große Erweiterung ziemlich genau schon direkt vor der Tür steht und sehr bald das Licht der Welt erblickt. Heart of Stone heißt das Ganze, wenn ihr noch nicht davon gehört habt. Es erscheint im Oktober für alle Plattformen, also für PC, PS4 und Xbox One. Und außerdem gibt es noch was Neues für alle Gwent-Spieler. Gwent, das kennt ihr vielleicht, das ist das Kartenspiel, was gerne in der Welt von Witcher gespielt wird, was man gegen jeden in der Stadt quasi zocken kann, mit dem man reden kann. Und da soll eine Überraschung kommen. Das wurde jetzt auf der PAX Prime bekannt gegeben. Was für eine Überraschung das wird, das kann man noch nicht sagen, aber es soll auf jeden Fall was Großes zu Gwent geben. Also entweder wir sehen ein richtiges Update für das Spiel im Spiel oder vielleicht sehen wir das Spiel sogar als richtiges Spiel außerhalb des Spiels. Das ist eine ziemlich Spielception auf jeden Fall. Travis Currit von CD Projekt Red wollte auf der PAX Prime noch nicht mehr verraten, aber wir geben so viel nach draußen. Gwent-Fans sollten aufpassen, denn da kommt in nächster Zeit was. Klingt sehr cool. Bethesda soll jährlich 4 AAA-Titel herausbringen. Das zumindest soll so passieren, wenn es nach dem PR-Chef Pete Hines geht. 2015 kommt ja schon... Immer gut sowas. Ja, na klar, aber 2015 kommt ja schon Fallout 4, 2016 kommt schon Doom, da haben sie ja schon einige Eisen im Feuer, aber er meinte gleichzeitig, 8 bis 10 Titel wären schon wieder zu viel und würden nicht der Firmenphilosophie entsprechen. Aber man kann jetzt ein bisschen weiterdenken, vielleicht meinte er auch, es ist noch nicht komplett klar, was er damit meint, meinte er die komplette ZeniMax Media Company. Und da zählt ja nicht nur Bethesda dazu, sondern auch noch weitere Entwicklerstudios. Trotzdem meinte er, die Manpower hätte Bethesda 4 AAA-Titel im Jahr herauszubringen. Ah, hoffen wir mal, dass das nicht passiert. Deus Ex Mankind Divided. Fans warten ja schon eine ganze Weile auf den neuesten Teil aus der Deus Ex-Familie. Und bisher gab es noch keinen konkreten Starttermin für das Spiel. So einfach ist das. Aber das ist jetzt anders, denn Square Enix hat verraten, wann es endlich wieder losgeht mit Mankind Divided. Und zwar geht am 23. Februar 2016 das Spiel für PC, PS4 und Xbox One an den Start, auf allen Plattformen gleichzeitig. Und ein spezielles Pre-Order-System, das gibt's auch noch oben drauf. Das ist sehr interessant, denn das verhält sich so, dass es in verschiedene Tiers aufgesplittet ist. Und wenn ihr jetzt vorbestellt, dann könnt ihr euch einen Pre-Order-Bonus aussuchen, den ihr haben wollt. Und je mehr Leute dann nach euch auch noch das Spiel vorbestellen, desto mehrere Tiers werden freigeschaltet und desto mehr Boni könnt ihr euch auch sichern. Das heißt, wenn ihr euch jetzt das Spiel vorbestellt und morgen machen das noch 100.000 Leute, dann wird meinetwegen der nächste Tier freigeschaltet und dann könnt ihr euch noch einen Bonus dazu sichern. Das Höchste auf Tier 5 ist dann übrigens, dass ihr das Spiel 4 Tage eher als alle anderen bekommt und das ist ja schon mal eine Ansage. Also, wenn ihr Fans des Spiels seid und die Katze auf jeden Fall auch im Sack zu kaufen bereit seid, dann solltet ihr das tun, denn es springt was für euch dabei raus. Sehr cool. Oh, ich muss es gleich mal vorbestellen, glaube ich. Ich bin ein Riesenfan. Das Pokémon-Intro, das liebt ja fast jeder und jeder kann es fast schon mitsingen. Ich nicht. Ich kann es mitsingen. Aber auf jeden Fall gibt es auch einige Fans, die halt ihre Leidenschaft noch anders ausleben. Ein Fan hat nämlich das Pokémon-Intro komplett in GTA 5 nachgebaut. Der Typ ist... Erstmal heißt er Meerfisch. Der ist 23 Jahre alt, wurde erst vor kurzem 23 Meerfisch. Jahre alt. Und ist seit 17 Jahren leidenschaftlicher Pokémon-Fan.
Er hat verschiedene Mods genommen, um das hier hinten, was hinter uns gerade läuft, zu bauen. Das sieht schon sehr, sehr cool aus, aber auch etwas abschreckend, vor allem wenn man sich Pikachu ansieht. Das Video an sich hat jetzt schon 800.000 Aufrufe. Und es sieht auch wirklich, wie man auch hier zu erkennt, sehr witzig aus. Und ja, Pokémon geht auch einfach immer. Mit diesem Schlusswort verlassen wir euch für heute und begleiten euch ins Abendprogramm. Denn da haben wir richtig tolle Sachen heute. Oh ja! Erstmal war ja gerade die Bundesliga dran mit der ersten Folge. Und jetzt gibt's richtig knackiges Abendprogramm. Community Beef, Ridge Racer 7. Und danach folgt natürlich das gute alte Wir müssen reden mit Gunnar und Sophia. Genau, Sophia ist heute am Start. Und die beiden warten am Buzzer für euch um 22.30 Uhr. Und reden über Haustier. Haustiergeschichten. Ja. Das wird sehr schön. Also bleibt dabei und bleibt uns gewogen. Wir sehen uns an dieser Stelle hoffentlich morgen wieder. Macht's gut, schönen Abend und tschüss. Ciao.